Hallo ihr! Na, kennt ihr diese beiden schon? Was? Noch nicht? Ihr habt unser letztes Video noch nicht gesehen? Na, dann wird's aber Zeit! Diese beiden sind in unserem letzten Video. Denn wir konnten sie noch interviewen, bevor sie Richtung Indien aufgebrochen sind. Seht selbst, die beiden sind super! Doch in diesem Video geht es nicht um die beiden. In diesem Video möchten wir uns um Varna herum einige Dinge anschauen. Unter anderem der Steingarten und ein paar Steinbrücken. Doch lasst euch überraschen und seht selbst. Hi ihr Lieben, ihr seid live vom Brennpunkt russisches Visum für Johanna und Frank. Ja, und das wird ein ganz kurzes Video, denn die Aussage von der Visastelle, egal in welche Richtung du fragst, ist... Immer dieselbe. Ja. Solange du nicht in dem Land, in dem du das Visum beantragen möchtest, gemeldet bist, sagen die nein. Sagen die nein, wir sind nicht zuständig für euch. Egal, ob du eine Krankenversicherung hast, eine Adresse, wo du Post hinbekommst, es ist scheißegal, du brauchst eine Meldeadresse. Also wir haben es jetzt über mehrere Wege probiert. Von direkt hinfahren, das habt ihr ja schon gesehen, über, was wir jetzt alles gemacht haben, ist über Online-Registrierung, über Reiseversicherung, wir haben ja alles abgeschlossen, das ist ja alles da. Die können wir jetzt dann auch wieder kündigen, die Reiseversicherung, weil die brauchen wir nicht. Und mehr stand im Internet auch nicht drin, ne? Und waren dann eigentlich auch der festen Überzeugung, dass das dann kein Problem ist. Ja, der festen Überzeugung nicht, aber ich hatte Hoffnung. Ich auch. Aber jetzt im Endeffekt sagen alle, nö, no chance. Es gibt jetzt die Möglichkeit, wenn wir das Visum über Bulgarien beantragen wollen, dann müssten wir uns in Bulgarien melden. Mhm. Heißt, wir müssten eine Identity Card beantragen. Das kostet Geld, Zeit und viel Papier. Die wollen im Endeffekt nur die scheiß Nummer. Die wollen eigentlich nur safe, dass du irgendwo gemeldet bist, dass die sich sicher sein können. Du gehst dann auch wieder hin. Und wir haben jetzt zum Beispiel das Angebot von Terry und von Maggie bekommen, dass wir die Adresse von den beiden nutzen dürfen. Haben wir gemacht. Haben wir gemacht, aber das akzeptieren die nicht. Die wollen wirklich, dass du registriert bist in dem Land. Weiß es gibt noch Länder, in die wir fahren können, ohne dass wir Visum brauchen. Also wir kommen bis Georgien und dann müssten wir natürlich halt den Weg wieder zurück. Aber wir können uns ja noch die Türkei, Georgien, Armenien, Griechenland. Und wenn wir Lust haben, könnte man dann noch so Richtung Spanien, Portugal. Ob wir das machen, keine Ahnung. Wir haben hier jetzt eine Safe Zone beim Terry und bei der Maggie hier in Bulgarien. Und die haben auch gesagt, es ist kein Problem, wenn wir das, so wenn wir in Bernd hier eine Weile stehen lassen und dann mit dem Flugzeug weiterreisen. Ja. Deshalb, also ich denke, wir vervollständigen unseren Plan jetzt auf jeden Fall, dass wir über den Winter hier bleiben in Bulgarien. Wir haben ja hier dann einen Volunteer-Job bekommen und den machen wir auch über Weihnachten und Neujahr, den Job. Und danach werden wir dann, denke ich, Griechenland, Türkei, Georgien, Armenien machen. Und dann schauen wir weiter. Entweder organisieren wir uns dann einen Wohnsitz irgendwo und versuchen es nochmal mit der Mongolei. Oder wir stellen Bernd hier in Bulgarien ab und fliegen Richtung Asien. Ja, oder wir haben was ganz Neues. Keine Ahnung, das wird sich dann zeigen. Für uns ist jetzt erstmal klar, die Mongolei verschiebt sich jetzt auf die Zukunft. In irgendwelchen Jahren, irgendwann mal, werden wir auf jeden Fall die Mongolei bereisen, weil es ist auf jeden Fall ein Ziel und ein Wunsch von mir und auch, ich glaube, von dir, oder? Dass du willst die Mongolei auch sehen, ist ja nicht nur ich, oder? So, die treibende Kraft für mich war halt Mongolei und für den Frank eben Thailand. Ich
Klar, die ganze Welt ist wunderschön. Ich will auch irgendwann mal Brasilien gerne sehen und Costa Rica und die Karibik. Aber das kann alles noch irgendwann kommen. Jetzt schauen wir uns erstmal Georgien an, soll wunderschön sein. Fahren dann in den georgischen Frühling. Und was wir dann so die nächste Zeit machen, im Winter in Bulgarien, das werdet ihr dann hier sehen. Wir sind jetzt erstmal so ein bisschen gedrückt von der Laune, weil mal wieder eine Absage ist. Es macht nicht so viel Spaß und man merkt halt, dass dieses flexible Reisen zwar möglich ist, aber halt nur bis zu einem gewissen Punkt. Also frei ist man... Ja, solange du eine Nummer hast, bist du frei genug. Solange man Nummern besitzt, ist man frei. Bullshit, lange Rede. Gar keinen Sinn. Wie es weitergeht, das werdet ihr sehen. Wir wissen das selbst. Das werden wir nicht sehen. Wir wissen selbst. Fakt ist auf jeden Fall, es geht weiter. Und ja, wir werden frei flexibel sein. Jetzt sind wir frei flexibel und jetzt müssen wir uns den Gegebenheiten anpassen. Und so geht's weiter. Wir leben jetzt mit unseren Konsequenzen. Macht's gut, ihr Lieben. Unterwegs zur Steinwüste. Uah. Dann nehme ich euch mal mit. Da wir hier Mitte, Ende November sind, sind wir ziemlich out of the season. Das heißt, wir müssen in der Regel nirgendwas zahlen. Das ist ziemlich cool. Ja. Normal kostet das hier alles. Wissenschaftler sind sich nicht einig, was das hier mal war. Mal wieder. Das sieht tatsächlich nach was Alten aus. Könnte mal was Gebautes gewesen sein, oder? Ja. Guck mal, hier ist ein Sockel umgefallen oder so. Sieht aus wie ein Gesicht, das eine. Was sagen Sie dazu, Herr Theoretiker? Herr Theoretiker, also wenn ich mir manche Steine angucke und dabei den Hohlraum innen, sieht es aus, kennst du die Kalbsknochen oder so? Oder generell Knochen, wie die innen aussehen? Also deine, ohne Knochenmark? Deine Theorie besteht, dass diese Steine ehemalige Knochen sind, ohne das Mark innen drin. Genau. Man munkelt. Ja, aber manche sehen echt so aus. Ja. Gibt es sonst noch für Theorien, Herr Frank? Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt. Irgendwas Erbautes oder so, würde ich nicht gerne sagen. Ich finde auch nicht, dass es irgendwie von Menschenhand gebaut aussieht. Ich finde, es sieht sehr natürlich aus.
nicht, was wir machen, aber wir machen was. Ja, wir haben uns bitte verworkt. Wir haben uns ein bisschen, ja, man könnte sagen, verfahren. Wir suchen eigentlich gerade ein schönes Schlafplätzchen. Und wir sind irgendwie so im Kaff gelandet. Wo es ganz viele Straßen gibt, aber die sehen alle so aus. Wo es ganz viele Straßen gibt, die einfach nur aus Schlamm und Erde bestehen. Und wenn das jetzt Hochsommer wäre oder Sommer und es super trocken, dann wäre das überhaupt kein Problem. Wir haben nur den Fakt, dass wir heute den 23. November haben, also Ende November. Es ist langsam, wird es Winter. Die letzten 6-7 Tage hat es geregnet. Also es ist alles sehr schlammig. Also die letzten, also ihr habt jetzt nur den letzten Part mitgesehen, weil das andere hatten wir nicht gefilmt. Da ist mein Zäpfchen zu sehr gegangen. Wir stehen sogar gerade. Ja, wir stehen sogar ziemlich gerade. Es ist jetzt nicht der romantischste Ort, wir hatten schon schönere. Wir stehen jetzt hier so an der Straße, aber das ist halt der Scheiß, wenn du nicht früh genug einen Platz findest. Ja. Dann, und es dann dunkel ist, dann, ja, dann musst du halt nehmen, was du kriegst. Und es ist jetzt noch nicht spät, es ist jetzt 17 Uhr und es ist halt stockdunkel draußen. Hm. Und wir haben halt echt zu spät einfach einen Platz gesucht, aber das lag halt auch daran, wir hatten heute einen sehr, sehr schönen Mittag und Nachmittag und wie das dann oft so ist, wenn man andere Reisende trifft, man quatscht sich dann halt doch und wir haben mit denen noch ein Interview gedreht und vielleicht habt ihr das schon gesehen, vielleicht kommt es aber auch erst raus. Alles super spannend und es war total schön, aber für uns war eben klar, wir wollen heute noch ein Stück weiter und zwischendrin haben wir uns dann noch was angeguckt, so diese Steinwüste. Habt ihr vielleicht auch schon gesehen, vielleicht seht ihr es noch. Vielleicht kommt dieses Video direkt im Anschluss. Vielleicht kommt es direkt im Anschluss. Genau, auf jeden Fall. Daraus resultierend haben wir jetzt halt unseren Schlafplatz im Dunkeln gesucht. Und das ist immer wieder ein Abenteuer und begeistert sind wir davon nicht, weil du dann halt überhaupt keinen Schimmer hast, wo du so bist und wie deine Umgebung aussieht. Aber was muss ich jetzt mal mit einwerfen? Ich bin voll stolz auf unser Auto. Der macht und das super. Genau, Bernd macht das richtig super. Na? Richtig, der boxt sich richtig gut durch. Und ich finde, wir sind ein super Team. Ja, du machst es ziemlich gut. Also in solchen Situationen bin ich froh, dass du so liebend gerne fährst. Also, ne, Autofahren kann ich schon, aber ich bin dann immer ganz froh, wenn die Straßen asphaltiert sind. Asphaltiert gerade und kein Schlagloch. Genau, asphaltiert gerade und kein Schlagloch. Das sind so die Straßen, die ich mache. Morgen! Morgen! Kurz nach 6. Sind jetzt aufgewacht, haben die Zähne geputzt, Frank hat einen Kaffee getrunken. Und ich wollte euch kurz mal zeigen, wo wir gestern runtergefahren sind. Also, es ist alles eine Matschpiste. Vielleicht seht ihr sogar unsere Spur. Und da oben, also wenn man um die Ecke biegt, da geht ein Schotterweg und wenn man dann gerade geht, dann geht nochmal ein Weg nach oben und von da kamen wir. Also wir sind jetzt richtig runtergerutscht und dann hier runter und dann sind wir hier abgebogen und wir stehen hier. Und da fahren wir jetzt raus und dann gehen wir uns was ganz Cooles angucken und ich bin mal gespannt, ob wir es finden. Und wenn wir es finden, dann nehmen wir euch mit. Und ihr könnt euch schon freuen, weil es ist wirklich cool. Echt cool. Ja, wenn wir frühstücken, haben wir oftmals so einen Ausblick. Aber heute ist er wirklich ziemlich, ziemlich episch. Oder ihr Lieben, was meint ihr? Die Berge als Panorama. Die Wolken hängen ziemlich tief. Die Sonne strahlt uns an. Schön. Naja, wenn man nach da guckt, dann sieht man erstens mal Frank. Hallo Frank! Und Industrie, das ist dann nicht mehr so schön. Aber wir gucken einfach nach da. Und dann ist es super schön. So ihr Lieben, und das meinte ich vorhin. Ist das nicht cool? Natürliche Brücken oder Tunnel? Ich find's ziemlich cool. Ich und Frank und vor allem Bernd hatten hier gerade ein kleines Fotoshooting und Filmshooting. Es ist noch nicht ganz vorbei. Eine Session machen wir noch und dann geht es auch weiter. Der Filmkamerad, der definitiv mit im Film sein wollte,
Er hat einfach nicht locker gelassen und wurde somit auch in den Film aufgenommen. Bist du nicht niedlich? Aber ziemlich dürre, ne? Und Kampfspuren hat er überall. Ja, es ist so ein richtiger Straßenhund. Der mich auch partout nicht in Ruhe lässt. Der steht die ganze Zeit vor mir und bewacht mich. Ich bin begeistert. Also ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich das so toll finden soll. Ich schätze mal, die mögen den Großen nicht. Deshalb hat er wahrscheinlich auch Kampfspuren. Aber er mag wohl mich. Und deshalb werden wir jetzt angebellt, weil der auch immer wieder zu mir zurückkommt. Ich bin von meinem Beschützer verfolgt. Die anderen, die bellen da jetzt da oben weiter. Also ich habe einen heiden Respekt vor Hunden. Oh, das ist schon sehr spannend jetzt. Aber die scheinen ziemlich Schiss vor dem Großen zu haben. Und er scheint mich tatsächlich... Hallo, kleiner Mann. Also, ihr seht, es ist manchmal sehr spannend. Ja. Aber ich bin einfach mal optimistisch, dass es hier alles passt. Und ich will dieses eine Video machen. Ja, und dazu vertraue ich jetzt halt diesem Hund. Vielleicht bekomme ich das Video sogar auch, was ich will. Das war jetzt aber spannend. Ich habe das Video bekommen, was ich unbedingt wollte. Die Hunde haben mich relativ in Ruhe gelassen, da ich einen großen Beschützer hatte, den wir dann auch belohnt haben. Und dann sind wir aber wieder aufgebrochen und weitergefahren. Und somit war dann unsere Woche Urlaub an der Küste erstmal vorbei. Und wie es weitergeht, das seht ihr bei unserem nächsten Video. Also ihr Lieben, war schön, dass ihr dabei wart.